Guten Morgen, mein Name ist Kai Beuth und ich werde dir zeigen, wie Führung einfach und praktisch funktioniert. Und zwar durch meine fast nahezu täglichen laufenden Führungskräftetipps. Im Moment geht es ja immer um Meetings. Da möchte ich heute auch nochmal dabei sein. Da gibt es zwei verschiedene Komponenten, über die wir noch nicht gesprochen haben, die ich gerne hätte, die du einmal ausprobierst und änderst. Eins werde ich dir heute sagen, das andere morgen. So, das erste ist, fast alle Meetings finden statt im Sitzen. Sitzen ist das neue Rauchen, habe ich gelesen. Wir sitzen auf jeden Fall zu viel. Aber mal abgesehen davon, dass Stehen vielleicht gesünder ist, das ist das, was ich dir vorschlage, es hat doch eine Reihe von anderen Vorteilen. Ich hatte meinen Chef, der hat all seine Meetings im Stehen durchgeführt, egal welche, egal wie lang. Das hatte eine Reihe von Vorteilen. Also erstens, wir haben es alle gehasst. Oh, müssen wir schon wieder stehen. Oh, hat er keine Stühle. Ich bin so müde. Also erstens, der Mensch ist doch viel, viel fauler, als der Körper das zulassen würde. Das sollte man nicht. Zweitens, wenn du es im Stehen machst, dann fassen sich die Menschen kürzer. Ja? Das kann man auch hier sehen. Ich mache hier diese Videos auch im Stehen. Bin jetzt hier hingelaufen. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, könnte ich bestimmt eine Stunde quatschen. Das ist nicht gut. Und du willst auch keine Stunde Gequatsche von mir hören. Also, stehen hilft es, sich zu fokussieren. Schon alleine deshalb, weil man gar nicht so lange stehen möchte. Irgendwann wird es müde. Abgesehen davon bewegt man sich vielleicht so ein bisschen. So, bewege mich mal ein bisschen. Und der zweite Punkt ist, du sagst nicht mehr zu allem etwas. Also diese Menschen, die zu allem etwas wissen, die werden viel weniger reden. Das kann dazu führen, dass die Menschen, die weniger reden in Meetings, wo gesessen wird, dass die plötzlich zu Wort kommen. Die Qualität nimmt zu. Also zwei Punkte, die ich empfunden habe, wenn Meetings im Stehen durchgeführt werden, ist, die Qualität nimmt zu, weil das Gelaber aufhört. Und der zweite Punkt ist, die Qualität nimmt zu, weil das Gelaber aufhört. Ja, also einmal weniger, mehr Menschen reden weniger und das, was sie sagen, ist besser und prägnanter oder präziser oder konkreter. Mach's nicht jede Woche, aber versuch's mal. Und ich würde mich freuen über Vorschläge, Bemerkungen, Feedback unten in den Anführungszeichen Notes. Also dir einen hervorragenden stehenden Tag und bis morgen.